Schön, dass ich euch wieder bei Armored Warfare begrüßen darf, bei diesem Gameplay vom Objekt 430, den ich euch hier jetzt etwas näher bringen will. Oder das ich euch jetzt etwas näher bringen will. Ist ein Tier-3-Panzer, ein Kampfpanzer, wenn man es so nennen will. Und dementsprechend sorgt er schon für Laune. Wir schauen uns hier den auch natürlich an, gucken hier. Mögliche Upgrades gibt es natürlich keine, ist ja schon fertig soweit. Dementsprechend im Service haben wir den auch schon ausgestattet und ausgerüstet. Die Besatzung ist noch sehr rudimentär, also von dem her, da ist noch Arbeit. Und die Details zum Panzer sind wie folgt. Dieser in der Sowjetunion entwickelte Kampfpanzer-Prototyp wurde als Teil einer neuen Fahrzeuglinie zur Modernisierung der russischen Flotte entworfen. Das in den 90er und 50er Jahren entwickelte Fahrzeug bot eine radikale Abwendung von den bis dahin üblichen sowjetischen Modellen, indem es über einen kompakten Motor und einen leichteren Aufbau verfügte. Während der Prototyp selbst es nicht in die Produktion schaffte, diente das Design als Basis für das Objekt 432, aus dem 1966 schließlich der T-64 hervorging. Natürlich klassischer Stahl. Wir sehen 120 mm Front, 80 Seite, 45 hinten, Trefferpunkte 1064, ordentlicher Schaden pro Minute mit 1984. Und ich denke, so schön er hier in der Garage auch ist, so schön wird es jetzt sein, ihn wirklich zu spielen. Also bis gleich. So, die Karte stiller Fluss mit unserem Tier 3 sind wir Top-Tier. Der Gegner hat sogar geschafft, der arme Kerl mit dem PT-76 hier mit dem 1 reinzukommen. Ist natürlich vom Matchmaking möglich, aber natürlich nicht schön. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber wer will das auch gerne? Unbedingt sozusagen als Low-Tier in einem Gefecht zu sein, das will natürlich keiner. Deswegen sind wir in der Form ganz froh, dass wir hier Top-Tier sind. So. Jetzt könnte man natürlich entweder hier direkt reinfahren oder man hält sie erstmal außen auf. Beides möglich. Aufgrund dessen, dass ich euch ein bisschen was vom Gameplay zeigen will, werde ich wahrscheinlich erstmal mich außen aufhalten und dann also hier oben entlang fahren. Und wenn ich dann merke, okay, das Spiel gibt's her, dann drücken wir in die Mitte rein. So ist der Plan. Mal gucken, ob es auch funktioniert. So. Schöne Geschwindigkeit. 50 km/h ist doch immer eine nette Geschwindigkeit, so wie man es ja sonst praktisch nur aus der Stadt kennt, wenn man sein Auto irgendwo hin bewegt. So, ab auf die Straße. Und jetzt werden wir hier vorne gleich defensiver werden, weil da ist dann mit Gegnerfeuer zu rechnen. Der Gegner hat Gott sei Dank keine Arti, von dem her macht es das ein bisschen angenehmer. Reisen schon die Helis. Jetzt schauen wir mal, ob wir da nicht gleich einen Gegner erspähen können. Nein, ganz im Gegenteil, ich wurde erspäht. Aber habe auch erspäht. Ah, der ging im Boden. Der M41. Erste steht schon in der Stadt. Ah, da hat er zwar kurz rausgeblinzelt, aber nicht lang genug. Deswegen weiter nach vorne. So. Da hat sich gerade bei mir irgendwas am Windows getan. Hoffentlich hat es nicht irgendwie was bei der Aufnahme gemacht. Seht es mir nach. Ist halt auch doch nur Windows. Alles nicht jetzt irgendwie großartig leicht erreichbar. Und wenn, dann schieße ich zu spät. Dann drückt man weiter vor. Der Gegner cappt jetzt hier nämlich entspannt, gerade so gefühlt durch.
deswegen werden wir jetzt mal hier ein bisschen mehr Druck machen. Ah, so viel dazu. So, mein Freund, wird dich da jetzt hier. Oh, der lässt ja noch ein bisschen HP stehen. Aber ich hatte gehofft, dass mein Team da mehr macht, wenn ich da so voranschreite, aber wohl doch nicht. Zweimal vom M41 und einmal vom Leopard den Hit bekommen. So, jetzt aber den Leopard wenigstens noch eine geben können. So, jetzt endlich den M41 da mal rausgenommen. Der war da jetzt ein bisschen nervig. So, jetzt haut der Leopard da ab. Der liefert sich gerade hier einen Shootout. Dementsprechend meine Chance, dem hier mal einen zu geben. Ich hoffe, dass mein Leopard hier rechte Hand mal so ein bisschen weiter drückt. Scheinbar haut der ab. Da drüben komme ich nicht drauf. Ja, Gott sei Dank, endlich mal einer, der ein bisschen HP hat und mal vorfahren kann. Also der Leopard, der macht, der verdünnisiert sich da gerade unten. In die Stadt kann ich leider nicht in der Form wirken, wie ich es gerne könnte gerade. Aber mein Team räumt da gerade schon ganz gut auf. Soweit alles zerstört. Jetzt hier kurz vorm Ersaufen rüberfahren in die Stadt. Aber da war es das schon. Da war der Sieg schon da. Schnelle Runde mit dem Objekt 430. Aber nicht minder spannend, weil gerade der Leo hat es mir nicht leicht gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Gefühlt nicht viel abgeprallt und dann kam der M41 auch noch und hat mich dazu genervt. Bisschen mein Team auf meiner Seite zu passiv für meinen Geschmack. Also auch da hätte ich mir so ein bisschen mehr gehofft, dass da von hinten mehr nachgedrückt wird. Aber unterm Strich total wurscht. Hauptsache es passt und wir haben den Sieg eingefahren. Nun gucken wir mal, was da das Endergebnis so sagt. Mal sehen, läppische 989 Schaden, 5 erspäht, also wenigstens Team, die nicht gespielt, 119.000 gab es raus. Ich muss noch reparieren, sehe ich gerade, muss ich noch einschalten. Ja, dementsprechend bin ich auch nur hier im Mittelfeld gelandet. Beim Schaden habe ich mich wenigstens gerade so in die Top 6 gespielt, aber nicht jeder Schaden oder nicht jedes Gameplay kann immer einen hohen Schaden zeigen. Deswegen hoffe ich, hat es euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.